ihnen hinterherlaufen ist das Letzte. Ja, klar. Der Jan ist ja in diese Stella immer verknallt und der ist irgendwie fremdgegangen und ist immer noch in sie verliebt und versucht sie halt wieder zurückzukriegen. Und wir steigen in einen Bus ein, da ist dann die Stella drin mit der Sophie. Einfach ignorieren, okay? Scheiße. Da lerne ich sie eigentlich das erste Mal kennen. Also ich rede nicht mit ihr, ich schaue sie auch nicht wirklich an. Mal ab und zu so einen Blick. Aber ich lerne sie dann abends nochmal in dem Club kennen. Und da kommen wir dann ins Gespräch. Ich bin übrigens Sophie. Hi, ich bin... Flo. Weiß. Hat mir Stella erzählt. Okay. Das ist doch ganz offensichtlich, dass dein Herz einfach hier so pumpt, wenn er mich sieht. Das sieht man im Film auch, wirklich. Du hast dich nicht in die verknallt. Ach, Quatsch. Die hat mit dir ihre wilden 5 Minuten und wird damit später an der Uni rumprallen. Die Sophie ist einfach ein anderes Mädel, weil der Flo, der kommt ja von der Straße. Hier wohnt ihr also? Ja. Aber nur vorübergehend. Das ist doch ein Traum hier in der Stadt. Sophie kommt ja aus gut bürgerlichem Hause und ihre Eltern sind wahrscheinlich sehr wohlverdient oder haben irgendwann mal ein Lotto gewonnen. Das ist eine riesige Villa. Und hier wohnt ihr also? Ja, da. Nette Hütte. Ach. Sophie lebt alleine mit ihrer Mutter. Und wie man in der Geschichte auch erfährt, war die Mutti ja auch mal eine Ballerina. Und dann ist aber gescheitert, ihre Karriere, weil sie schwanger geworden ist. Und sie wünscht sich, dass ihre Tochter da erreicht, was sie nicht erreicht hat. Ich denke auch, dass Stella ein bisschen Schiss hat um Sophie, weil sie weiß, wie die Jungs drauf sind. Sie weiß, Jan hat Stella auch verarscht. Warum sollte Flo das nicht auch machen? Du lässt dich von dem auch noch nach Hause fahren. Flo ist ein Rocks. Oh, der verarscht dich bloß, ich schwör's dir. Ja, aber Flo ist irgendwie anders. Er findet die halt irgendwie besonders, weil sie halt anders ist. Er verändert sich für sie und er lässt sie das auch wissen. Er beginnt zu lesen und er geht auch auf Konflikte ein mit seinem Bruder und mit der Gang. Was ist das denn? Ein Buch? Sehr witzig. Deine Probleme will ich auch mal haben. Sie versteht ihn halt auch sehr, was er irgendwie durchgemacht hat. Und das findet er gut. Und von daher ist es das perfekte Mädel für ihn. Er zeigt ihr einfach seine Welt. Das ist echt dein erster Döner? Krass. Warte, ich mach ein Bild. Muss doch festgehalten werden. Sie ist im Kopf kleiner ungefähr als ich. Ist witzig drauf, mit der kann man viel Spaß haben. Und ist eigentlich für jeden Scheiß zu haben. Komm, wir müssen hoch, komm, Kinder. Komm. Wird jetzt gedreht. Wir hatten ja das Glück, dass der Großteil der Kussszenen drinnen gedreht wurde, aber der erste Kuss wurde draußen gedreht. Bei 0 Grad im Ballettkleidchen und das war echt hart. You look at me and I wonder, hey there, what is missing underneath your cover and your broken smile. Let me try to fix your sadness. Sie hat auch fleißig Kaugummis gegessen und hat sich schön frisch gehalten. Also in Gangs geht es um die Jugend, um die Pubertät, um das Aufwachsen in der Großstadt. Gangs ist ein Film für Freundschaft, Liebe und einfach zusammenhalten. Du kannst doch nicht alles für so einen Jungen! Du bist ein Rocks und sie kommt aus Beverly Hills. Die Fälle vertreiben die Sterne, weißt du? Also sind die Sterne, die wir sehen, die härtesten. Sozusagen die Rocks unter den Sternen.